Hallo, ihr Lieben. Hier ist eure Sabrina und wie versprochen, ein kleines Unboxing-Video. Eben gerade klingelt es an der Tür. Und jetzt will ich das Paket mal mit euch zusammen aufmachen. Ich drehe das Ganze mal rum. Okay. Das lässt sich hier ein bisschen aufschneiden. Machen wir das mal. So. Oh, die ist aber riesig, die Tüte. Wisst ihr was? Ich schneide hier einfach ein bisschen ab. So. Und dann gucke ich mal, was hier drin ist. Ein kleines Paket. Oh, ein großes Paket. Und Tüte leer. So, jetzt bin ich echt mal gespannt. Wir machen natürlich jetzt erstmal das kleine Paket auf. Oh, oh Gott, oh Gott. Randale. Werde ich jetzt auch mal hier ganz vorsichtig aufmachen. Also ich weiß tatsächlich nicht mehr genau, was ich bestellt habe. Aber wenn ich das jetzt gleich sehe, was drin ist, dann glaube ich, kann ich mich dran erinnern. Oh ja, ich weiß es. Und zwar ist das von der Firma One Day Saving. Und ich habe auch gesehen auf dem Adressschild, dass es in Mainz umgepackt worden ist. So, aber die Tüten. Oh, die Tüten will ich aber noch behalten zum Aufbewahren. So, nur das kommt auf die Seite. Mensch. So, jetzt. Ich werde euch mal hier ganz kurz die Produkte mal vorstellen. Und ihr wisst ja, jedes einzelne bekommt auf jeden Fall dann noch detailliert Vorstellungen. Und beziehungsweise, wenn ich das natürlich dann beginne. So, da ich momentan etwas auf dem Mandala-Trip bin, habe ich mir ein Mandala bestellt. Sch, Flöcki, leise sein. Es ist ein kleines Motiv, aber ich finde es total schön. Es ist ein Teilbild. Auf beiden Seiten sieht man die Legende. Auch mit der DMC-Nummer. Und das sind hier Strasssteine und Sondersteine. Da ist dabei ein herkömmliches Toolkit, wie wir sie alle kennen, und eine kleine Pinzette. Also, das wird auf jeden Fall ein schönes kleines Bild, ein Snackbild für zwischendurch. Die Größe an sich steht hier mit 25 mal 25 cm. Das ist aber die Leinwand tatsächlich. Ich denke, man kann überall gut 2 cm abziehen. Dann sind wir hier bei 23 mal 23, wenn nicht sogar ein bisschen kleiner. Aber das werde ich mit euch dann noch mal ganz genau abmessen, wenn ich das dann beginne. So, das werden wir jetzt hier wieder schön zusammen machen. Und das kommt dann hier wieder rein zum Aufbewahren. So, und nun das große Bild. Es ist ganz schön schwer und ganz schön groß. Ja, das ist es. Und es ist auch interessant verpackt hier. Das ist irgendwie so wahrscheinlich, weil die Verpackung nicht ganz gelangt hat, wo das hier irgendwie aneinander geklebt. Ich finde die gar nicht schlecht, diese Dinger hier. Werde ich auf jeden Fall auch bewahren, wenn ich mal ein Diamond Painting Bild gerne mal auf die Seite legen möchte. So, oh, da müssen wir aufpassen. Da klebt mir das hier so ein bisschen fest an der Leinwand. Das ist vielleicht nicht ganz so praktisch. Ich hoffe, das hat jetzt nicht unbedingt hier die Leinwand den vollen Kleber hier abgekriegt. Das wäre natürlich doof.
Aber da werde ich jetzt mal gucken, dass ich das hier heile rauskriege. Das ist doof, ne? Wenn sich der Kleber hier mit der Leinwand verbindet. Das ist etwas ungünstig. So. Und den werden wir jetzt auch sofort, werde ich das hier ein bisschen wegschneiden, damit mir das später nicht nochmal passiert. Und dann hoffe ich, dass es jetzt hier nur auf der Folie ist und nicht auf der Leinwand. Ja, da ist ganz schön Kleber auf der Leinwand. Na gut. Das ist jetzt nur am Rand. Jetzt werden wir uns erstmal anschauen, was das für ein Motiv ist. Das ist nämlich ein wunderschönes Motiv. Oh, das ist ein großes Bild. Oh. Ui, 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 ui. Also, das ist ja richtig, richtig, richtig groß. Oh, schade. Ja, das ist nicht schlimm. Ich dachte schon, da wäre so ein Knick in der Leinwand. Das schauen wir uns auch alles nochmal an. Jetzt drehe ich das jetzt erstmal hier. Voila. Und zwar, muss ich gerade mal gucken, nein, das Bild ist so. Das ist eine, nee, das Bild ist eigentlich so, hochkant. Eigentlich ist das Bild hochkant. Das ist das Motiv, eine Sonnenblume. Und wie ihr hier erkennen könnt, sind hier die Symbole. Und die DMC-Nummern. Wunderbar. Das ist super. Die Leinwand ist... ja, da hat es ein bisschen Kleber abgekriegt. Hier hat es ein bisschen Kleber abgekriegt, aber nicht die Leinwand, sondern nur die Folie. Und da werde ich jetzt direkt mal Folgendes machen. Ich werde das hier auf jeden Fall jetzt gleich mal wegschneiden. Dass das, da ist nämlich auch keine Klebefläche unten drunter, das ist alles gut. Und deswegen würde ich mir das jetzt hier mal direkt wegschneiden. So. Das geht auf die Seite. Hier ist noch so ein bisschen Kleber, aber ich glaube, den kann man so ganz gut wegmachen. Ja. Ja, jetzt ist er eigentlich auch schon weg. Alles gut. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Hier ist noch ein kleiner Knick in der Leinwand, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Ich zeige euch das mal, aber das ist jetzt nicht so schlimm, weil es betrifft ja nicht, nicht das Bild an sich. Das ist jetzt nur die Leinwand. Ist ein bisschen schade, aber es ist okay. Es ist okay. So, wir schauen uns mal gleich mal den Druck zusammen an. Vielleicht fangen wir gleich mal hier unten an. Na, machst du ein bisschen scharf? Magst du nicht? Also, ihr könnt jetzt den Druck nicht sehen. Mein Handy will irgendwie nicht scharf stellen. Aber der Druck ist richtig, richtig gut. Also man erkennt wirklich alles. Die Klebekraft ist... Ja, sie ist gut, sie ist nicht ganz so stark, wie ich das gewohnt bin von anderen Bildern. Da bin ich echt mal gespannt. Ja, also die Klebekraft ist da, aber wahrscheinlich kann man tatsächlich auch Steinchen auch gut durch die Gegend schieben, könnte ich mir jetzt vorstellen. Ja, und dieses Bild... soll ein Geschenk werden. Genau. Das sollte Mitte nächsten Jahres dann bitte schön fertig sein. Ich schaue mir mal mit euch das Toolkit geschwind an. Oh ja. Das ist ein Toolkit, was nicht unbedingt herkömmlich ist. Und zwar diesmal mit weißem Painting-Stift. Und ich liebe ja diese, ich weiß nicht genau, wie sie heißen. Also ihr wisst, was ich meine, dieses blaue hier. Dann ist hier noch ein, ist das ein Schieber oder ein Zehnfachsetzer? Ein Zehnfachsetzer noch dabei. Zwei große Wachsplatten, ein weißes Schiffchen. Und hier sind jetzt die Steine. Und das sind Acrylsteine
Woran erkenne ich das? Das erkenne ich daran, dass mein Handy will heute nicht so. Naja, das ist auf jeden Fall so eine kleine Delle auf der Rückseite drauf ist. Die Farben an sich sind aber wirklich richtig schön. Ziemlich schönes, buntes Bild. Ja, da freue ich mich drauf, das zu machen. Also da werde ich euch auf jeden Fall mitnehmen, wenn ich das Bild beginne. Und das werde ich dann wohl spätestens im Winter anfangen müssen, wenn es dann im Sommer fertig sein soll. Ja, das sind die neuen Produkte von der neuen Firma One Day Saving. Ich werde euch auf jeden Fall im Video unten die Seite verlinken mit den Produkten. Dann könnt ihr da im Shop stöbern. Ja, ihr Lieben, das war's auch schon mit dem kurzen Vorstellen der Produkte. Und ja, da werde ich euch mitnehmen. Beim Beginn und beim Work in Progress, wie man das so schön auf Neudeutsch sagt. Und natürlich auch das Finish. Gell? Ja, da freue ich mich sehr drauf. Das wird bestimmt richtig, richtig schön. Hoffe ich. Weißt du, weil ja, soll ja verschenkt werden, ne? Also der Druck ist mega schade, dass das mein Handy gerade nicht so einfangen möchte. Also da gibt es keine Symbole, die ich nicht gut lesen kann. Bin mal gespannt wegen der Klebekraft. Die war gut, aber es gibt stärkere. Und da bin ich mal gespannt, wie die Steinchen haften. Ja. Das war die Produktvorstellung. Ich wünsche euch viel Spaß. Vor allen Dingen, wenn ihr auf die neue Seite geht. Der eine oder andere kennt sie vielleicht schon. Habe ich auch schon entdeckt bei YouTube, dass manch andere auch schon ein Unboxing oder ja, Work in Progress auch schon gemacht hat. Aber ich kannte jetzt vor einigen Wochen diesen Handel tatsächlich noch nicht. Und ja, stöbert einfach mal. Stöbert mal und sagt mir auch, schreibt mir mal in die Kommentare rein, wie euch jetzt die Produkte gefallen haben, die ich mir jetzt bestellt habe. Das ist auch was für euch wäre. Ja, ihr Lieben, das war ein kurzes Video und ihr seht auf jeden Fall mehr davon. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Tschüss, eure Sabrina.